Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin unterwegs von, na, frecher Hund, dass es sowas gibt. Entschuldigung, also Leute, ich bin unterwegs von Linz nach Nizza oder kurz vor Nizza. Ich habe bei ITCC in Linz habe ich geladen unter Anführungszeichen. Moment. Ja, genau, bei ITCC. So. Und zwar einen Bagger, einen 24-Tonnen-Bagger. Ich bin schon ein kurzes Stück jetzt gefahren über Salzburg, da hatte ich noch was zu erledigen. Ich würde nie zugeben, dass ich mich da verfahren habe. Fahre jetzt über Innsbruck runter, über die A13, über Verona, Milano, also Mailand, bis kurz vor Nizza, und da werden wir bei MVM werden wir den Bagger überbringen. Geht sich natürlich mit einer Tour nicht aus, rein von der Fahrzeit, völlig klar. Aber so schaut die Tour aus. Und bevor wir jetzt weiterfahren, nach dem kurzen Tankstopp, möchte ich den Tom Diesel noch ganz kurz anrufen von der Transat. Genau. Der nächste Wahnsinnig und wieder ein Wahnsinniger. Alter, was ist mit euch los? Diesmal fühlt es gefährlich, was die Burschen da treiben. So, Tom Diesel, gespeichert ist er ja bereits unter den Favoriten. Ja, da ist er. So. Es wählt. Es läutet. Es läutet immer noch. Ja, servus Tom, hör mich. Servus, grüß dich, wie geht's? Ja, super, das freut mich. Ja, mich auch, danke. Ja, alles bestens, alles bestens. Du, ich wollte dir eigentlich nur gratulieren zu dem neuen schönen Zug, den du dir da zugelegt hast. Den Scania, den New Gen. Ja, da habe ich die Fotos gesehen. Ja, geniales Teil. Ja, perfekt, für den Zweck absolut perfekt. Ein cooles Auto. Ja, das verstehe ich. Du darfst gerne mal Man ausprobieren. Du darfst gerne mal eine Runde damit fahren. Das ist überhaupt kein Thema. Freue mich, wenn du auf mein Angebot zurückkommst. Klar. Du, was ich dir erzählen wollte, das Schwerlastangebot von Micha, hast du schon was gehört? Ja, Micha Colon, ganz genau. Von der Rheintrans. Ja, der hat da irgendeinen Deal abgeschlossen mit Caterpillar. Und da ist er natürlich so freundlich und möchte mir da auch ein kleines Stückchen vom Kuchen abgeben. Und da gibt es anscheinend irgendwelche Schwerlast-Touren, so von meiner Gegend in etwa, München, würde ich jetzt glauben, weg Richtung Polen. Mhm. Interessantes Geschäft, ja. Gut bezahlt, definitiv. Ja, bei mir läuft's. Ja, danke. Danke der Nachfrage. Ganz gut, ganz gut. Sogar der Steuerberater ist zufrieden. Ja. Letzte Woche hatte ich Bankgespräch. Die sagen natürlich, investieren würde jetzt absolut Sinn machen. Mhm. Ja, Kredit ist überhaupt kein Problem. Ich brauche nur ein Konzept vorlegen, so einen kleinen Businessplan. Den Rest machen die, naja, klar. Ja, du hast absolut recht. Man muss wirklich aufpassen, dass die einen nicht fressen, diese Banken. Ja, genau. Ja, so schnell möchte ich dann sowieso nicht wachsen. Ein Mitarbeiter, eine zusätzliche Maschine und ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin für den Anfang, das würde mir schon ausreichen. Total, ja. Ja, man muss alles zahlen. Genau. Da hast du vollkommen recht. Ja, Lohn, Nebenkosten, alles drumheran. Ja, genau. Du, sehen wir uns bei der 60-Jahr-Feier von Micha? Ja, super. Es wäre toll, wenn wir uns da sehen würden. Genau. Ja, okay. Du, ich muss dann auch wieder weiter. Es kommt auch relativ schlechtes Wetter, würde ich jetzt mal sagen. So wie das hier aussieht. Ja, es regnet schon. Du, ich muss. Alles klar, Tom. Ja, bis zum nächsten Mal.
Eine gute Fahrt wünsche ich dir. Mach's gut. Ciao, ciao. So Leute, das war der Tom von der Transat. Der wächst gerade wieder und das gönne ich ihm. Der hat den zusätzlichen Zug gekauft. Einen Scania. Einen Next Gen. Und der sucht auch wieder eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter. Das läuft bei ihm. So, und wir schauen, dass wir unseren Bagger danach Nizza runterbringen. Dass das alles funktioniert für die ITCC, mit denen ich da wirklich in Kontakt stehe. Und so wie es aussieht, würde ich jetzt mal behaupten, wird das ein langfristiger Vertrag. Die sind alle total, total auf meiner Seite, die Burschen. Die möchten mich unterstützen. Ja, das ist natürlich cool. Ja, schlecht Wetter ist natürlich weniger cool. Aber es hilft nichts. Ja, der Micha, der hat überall seine Finger drinnen. Der Micha von der Rentrans. Was der alles auf die Beine stellt, das ist sagenhaft. Marian von der East North ist auch fest unterwegs. Bei dem geht auch immer irgendwas. Der hat einen wunderschönen DAF, so einen DAF wie ich den bis vor kurzem noch gefahren habe. Den ich heute noch gerne fahren würde, wenn er nicht solche Schwierigkeiten macht. Aber es ist natürlich schon so, wenn ich ein Fahrzeug habe, und ich als aktuell Ein-Mann-Firma mich auf dieses Teil nicht verlassen kann, dann geht das nicht. Und wenn ich Verträge machen möchte, Langzeitverträge mit Partnern, mit zukünftigen Partnern, und ich stehe dann ständig in der Werkstatt und kann meine Termine nicht halten, die können sich dann auf mich nicht verlassen, ich kann mich auf das Auto nicht verlassen. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber sonst wäre der natürlich wirklich wunderbar gewesen. 16 Gang, hallo, 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 hallo. Ohne Licht, bei dem Sauwetter. Voll Homo. Kann es ja nicht sein, oder? Also es ist immer wieder dasselbe, diese KI-Fahrer. Man fragt sich schon. Meister, Licht.
ein Phänomen. Da ist richtig, richtig schlecht Wetter. Junge, was ist los? Der Europabrücke würde ich jetzt bauen, ist im Ersthofpark in Tirol. Ich glaube, dass ich da jetzt nicht ganz falsch liege. Meister, was fährst du in der Mitte? Also man muss nur ein bisschen sprechen mit den Personen, dann funktioniert es. Nahe 21 Uhr, das heißt, die Fahrzeit ist in der nächsten Stunde vorbei für heute. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich irgendwo einen Platz finde. Das war der Fehler, warum ich, naja, ich hätte vorher schon schauen sollen. Danke fürs Einlassen, Kollege. Ah, da vorne ist ein Parkplatz, perfekt. Brauche ich doch keine 10er heute aufschreiben. Da fährt der österreichische Sheriff. So, wir werden da
unsere Pause, unsere heutige Pause nehmen. Wie schaut es da aus mit der Anständigen? Ja, perfekt. Perfekt. Genauso stellen wir das vor. So. Ein bisschen gescheiter hinstellen, oder? Nein, nicht verkehrt. So, liebe Leute, ich werde mich jetzt in den hinteren Bereich begeben von meinem Scania, genau den da, werde wahrscheinlich nur ein bisschen YouTube schauen oder so und dann morgen in der Früh, in aller Herrgottsfrüh, geht es dann weiter Richtung Nizza. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Hermi.